Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Und ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, oh, die Folge ist aber kurz. Jo, ist sie, weil ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe nämlich ein Problem und vielleicht hat jemand von euch eine coole Idee, das zu lösen, denn I'm literally stuck. Also ich stecke tatsächlich fest. Ich habe nämlich gerade eben schon mal probiert, die Folge aufzuzeichnen und dann habe ich es nochmal probiert, dann habe ich im Savegame rumeditiert und dann habe ich es nochmal probiert. Dann habe ich das Original-Savegame zurückkopiert und habe es nochmal probiert und habe verschiedenste Konstellationen mittlerweile durchprobiert und ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Ich habe ein Problem mit dem Space Truck und zwar, ihr werdet euch erinnern, dass wir den Duna-Länder im Livestream hier gebaut haben, also das Duna-Lande-, Basis- und Rückkehrmodul, was jetzt angedockt ist. Das hat ja soweit mit einigen Hickhack geklappt. So, und jetzt wollte ich ja, um den Antrieb zu testen, in dieser Folge das Ding hier abkoppeln und nochmal so ein bisschen eindrehen, damit hier diese Überlappung nicht ist, ne? Also, dass hier quasi unser aufblasbares Modul direkt vor so einem Nukleartriebwerk hängt. Das ist ja nicht gesund vom Hitzeaufbau. Und deshalb habe ich Undock gemacht, um zu drehen. Und dann habe ich die Aufnahme auch wieder abgebrochen und eben dieses ganze Probierspiel gemacht. Denn statt zu undocken, ist das Ding hier auf den Status locked gegangen. Und es löst sich nicht. Also, ich krieg das Teil nicht ab. Der hängt hier fest dran. Also es ist auch als ein Raumschiff immer noch gewertet. Der Djinn ist hier hinten immer noch da. Aristus hatte ich mittlerweile auch draußen. Und habe gedacht, ich könnte mit dem Ingenieur irgendwie das Teil abbauen. Auch das funktioniert nicht, weil es eben noch Child Parts hat. Und jetzt wäre diese Folge von Hardcore Kerbal quasi mein verzweifelter Hilfeschrei an die Community, wer eine coole Idee hätte, was man machen könnte. Also wahrscheinlich dreht es sich irgendwo um den Bereich Safe Game Editing. Und was ich dafür machen werde, ist, ich hau euch von diesem Safe Game eine Kopie in meine Dropbox und pack euch einen Link hier unten in die Videobeschreibung. Die Mods sind ja auf der Modliste zu haben, aber ich verlinke sie sicherheitshalber auch nochmal in der Videobeschreibung. Und falls jetzt jemand fragt, ich spiele mit einer 1.1.3er Version, das wäre natürlich die Voraussetzung dafür. Ja, und dann wäre mal die Frage, ob jemand von euch eine coole Idee hat, wie man das irgendwie hinbekommen kann, dass der Kram wieder funktioniert, weil das wäre schon echt so ein klitzekleines bisschen wichtig, im Sinne von, dass der Space Truck natürlich durch diese kleine Fehlfunktion jetzt komplett lahmgelegt ist und das eigentlich so das ist, was wir als nächstes machen wollen, nämlich mit dem Space Truck nach Duna fliegen und im Moment da einfach hinten eine Totlast dranhängt, durch die ich die Triebwerke nicht sauber zünden kann, weil dann mein Duna-Landemodul stumpf in Flammen aufgeht. Ich das Duna-Landemodul aber auch nicht... Nein, du sollst dich festhalten, du Kasper. Das Duna-Landemodul aber auch nicht abkoppeln kann und... Ja, ich kann halt gar nichts machen. Dementsprechend, wenn jemand von euch Ahnung hat, wie man den Klemptron Shielded Docking Port aus dem Status Locked rausbekommt, um das hier alles mal wieder ans Fliegen zu kriegen, ich bin für jede Hilfe dankbar und in diesem Sinne war das die wohl kürzeste Folge ever von Hardcore Kerbal mit Hardcore Problemen und ich bin gespannt, ob jemand von euch mir helfen kann. Ich werde es auch weiter probieren und ja, wenn nicht, muss ich vielleicht mal den Sprengstoff freischalten und das absprengen und das nochmal probieren oder sowas. Wir werden sehen. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Unterstützung, bin gespannt, was ihr für Lösungsvorschläge habt und freue mich auf mannigfaltige Kommentare zu diesem klitzekleinen Riesenproblem. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Hilfe. Mein Name ist Robert und tschüss.